möchte euch heute das älteste Foto des Universums zeigen. Dieses Foto stammt von einer Zeit, da war das Universum gerade mal 300.000 Jahre alt. 300.000 klingt jetzt vielleicht gar nicht mal so jung, aber unser Universum, das ist ja auch schon fast 14 Milliarden Jahre alt. Wenn das Universum jetzt so alt wäre wie euer Opa, also sagen wir mal so circa 80 Jahre alt, dann wäre das Foto aufgenommen worden, als der Opa gerade mal einen halben Tag alt war. Ist also wirklich ein richtig frisches Babyfoto vom Universum. Erstmal, wieso können wir überhaupt so ein Foto vom Universum machen, als es noch ein Baby war? Zu der Zeit, da gab es ja gar keine Menschen, dann kann auch keiner ein Foto gemacht haben. Dafür müssen wir uns als erstes klar machen, dass jeder Blick eigentlich ein Blick in die Vergangenheit ist. Und das liegt ganz einfach daran, dass Licht eben nicht unendlich schnell ist. Wenn ihr mich jetzt in diesem Moment seht, dann seht ihr mich ja eigentlich, wie ich einen ganz, 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 ganz kleinen Augenblick davor aussah. Den Polarstern, den sehen wir aus demselben Grund immer um 400 Jahre Zeit versetzt. Das heißt, sein Licht wurde losgeschickt, da lebte Galileo noch. Am allerweitesten zurück in die Vergangenheit können wir aber blicken, indem wir den sogenannten kosmischen Mikrowellenhintergrund betrachten. Das ist Licht im Mikrowellenbereich, also nicht mit unseren Augen sichtbar, das aus allen Raumrichtungen auf uns einstrahlt. Und dieses Licht, das wurde gerade dann losgeschickt, als das Universum 300.000 Jahre alt war. Wieso können wir jetzt aber nicht noch weiter zurück in die Vergangenheit blicken? Zum Beispiel, als das Universum nur ein paar Tage alt war. Oder anders gefragt, wieso können wir nicht ein Foto live von der Geburt des Universums bekommen? Gut, also von der Geburt meines Opas muss ich jetzt nicht unbedingt ein Foto sehen. Aber eins vom Universum wäre ja schon extrem cool. Das geht aber nicht, da unser frühes Universum, kurz nach dem Urknall, extrem dicht und extrem heiß war. Und in diesem heißen und dichten Universum, da zersetzte sich die Materie in ihre Grundbausteine, die sogenannte kosmische Ursuppe. Und in dieser Ursuppe, da flogen Elektronen einfach so frei durch die Gegend und bildeten so eine Art Elektronennebel für das Licht. Das Licht blieb also in diesem Elektronennebel hängen und konnte sich nicht frei ausbreiten. Und dieser nebelige Zustand, der hielt gerade so lange an, bis das Universum durch die Expansion kühl genug wurde, sodass sich die Elektronen mit umherfliegenden Atomkernen zu neutralen Atomen zusammensetzten. Und genau in diesem Moment, da lichtete sich der Elektronennebel also plötzlich und das Universum wurde durchsichtig. Und das Licht konnte sich dann frei ausbreiten und begab sich auf die lange, lange Reise, um heute von uns als der kosmische Mikrowellenhintergrund betrachtet zu werden. Jetzt will ich euch auch endlich das Foto zeigen. Sieht ein bisschen aus wie ein riesen Osterei, ist aber tatsächlich eine 360-Grad-Aufnahme des kosmischen Mikrowellenhintergrundes. Deswegen diese komische Form, die ihr sicherlich von Weltkarten kennt. Und all diese bunten Flecken, das sind winzige Temperaturschwankungen. Das frühe Universum war also nicht überall exakt gleich heiß und exakt gleich dicht. Und gerade diese Temperaturschwankungen, die sind so eine richtige Goldgrube für uns Kosmologen, da wir daraus extrem viel lernen können über die Vergangenheit und Zukunft unseres Universums.